Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat Deutschlands Willen zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg bekräftigt. Er äußerte sich bei einer Konferenz der Sozialdemokratischen Partei Europas, SPE, in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Wir sind kaum 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Um das ganz klar zu sagen, Grenzen dürfen nicht gewaltsam verändert werden. Scholz machte gleichzeitig klar, er wolle keinen Krieg zwischen Russland und der NATO. Das beste Mittel, eine Eskalation zu verhindern, ist wirksame Abschreckung. Daher investieren wir gemeinsam als Europäer mehr in unsere eigene Sicherheit und Verteidigung, damit niemand wagt, uns anzugreifen. Scholz warnte die Genossen der europäischen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien vor einem möglichen Erfolg rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl im Juni. Die europäischen Sozialdemokraten stellen derzeit die zweitgrößte Fraktion im Europaparlament. Spitzenkandidat der SPE für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission ist der Luxemburger Nicolas Schmidt. Er tritt unter anderem gegen die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Sie kandidiert für die konservative Europäische Volkspartei, EVP, der die Unionsparteien angehören.